Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr mehr sehen? Abonniert mich einfach. Kindheit ohne Kindheit. Gejagt von pädophilen Killern aus einer dunklen Zeit der DDR. Kindheit ohne Kindheit. Gejagt von pädophilen Killern aus einer dunklen Zeit der DDR. Es ist eine Nacht des Grauens. Es regnet wie aus Kübeln. Stundenlang. Es donnert, ganz nah und so laut, dass mir bei geschlossenen Türen und Fenstern die Ohren klingeln und der Boden bebt. Ich kann nicht schlafen und verliere mich in Erinnerungen. Ich denke zurück und merke, dass das Leben für mich oft ein verdammter Arschtritt war. Mein Name ist Toni und ich bin ein Kind des Ostens. Ich hatte nichts, es gab ja auch nichts. Und ich musste aus Scheiße Gold machen, um überhaupt etwas zu haben. Man durfte nichts sagen, denn dann landete man im Kinderheim, wo sich Tag für Tag und Nacht für Nacht die Erzieher mal sanft, mal hart an einem und in einem amüsierten. Wer den Gehorsam verweigerte, bekam Schläge mit dem Stock und musste hungern. Kinderschutz galt nur mit dem Gürtel in der Hand oder unter der Gürtellinie, besonders bei Predigern und Erziehern. Wasser predigen und Viagra schlucken und Schnaps trinken. Kinder hatten keine Rechte in einem Land der sogenannten Scheindemokratie. Welche Eltern in der DDR nicht der Partei angehörten, war den Erziehern in den Kinderkrippen der dunklen DDR-Zeit wohlbekannt. Die Kinder wurden oft Opfer der Lust notgeiler Erzieher. Wer im Elementaralter nicht die Beine gespreizt und den Mund geöffnet hatte, wurde mit dem Kopf in ein mit Wasser gefülltes Waschbecken getaucht, bis er sich fügte. Illegale und gewaltsame Blowjobs und Innenmassagen mit Füllung gegen den Willen der kleinen Opfer, die vor Angst schrien und wahnsinnige Schmerzen litten, gehörten in manchen Einrichtungen zum Alltag. Aber alle schwiegen, um nicht ins Gefängnis zu kommen. Ich weiß, wovon ich spreche. Die Zwangserzieher, deren Eltern sie in den Beruf gezwungen hatten, ließen das alles schamlos an ihren Schützlingen aus. Parteilose Kinder waren vogelfrei und hatten kein Recht, Nein zu sagen. Fast alle Kinder trauen sich auch heute noch im Erwachsenenalter nicht über das Erlebte zu sprechen. Aber es war bekannt, dass einige Erzieher aus der DDR den Traum einer obrigen bunten Minderheit lebten und heute immer wieder versuchen, es per Gesetz legal zu ermöglichen. Jeder weiß, wer damit gemeint ist. Im Klartext: Ich wurde auf das Leben mit voller Breitseite vorbereitet. Mir fallen so viele Dinge ein, wenn ich daran denke, wie sich die Flüchtlinge verhalten, saufen, rauchen und kiffen auf Spielplätzen, randalieren und versuchen, Mädchen in Schwimmbädern zu vergewaltigen. Wollen kleinen Kindern den Kopf einschlagen oder klauen den Bauern die Lebensmittel, weil es ihnen Spaß macht. Da bekomme ich die Krätze. Wer das Land mit Füßen tritt, das Schutz bietet vor Verfolgung etc., muss meiner Meinung nach das Land verlassen. Am liebsten würde ich genau diese Menschen in Käfige sperren und in ihr Land zurückschicken, ohne Ausnahme. Egal, ob dort Krieg herrscht oder nicht. Ich war auch ein Flüchtling und es ist eine Schande, wie sich das entwickelt hat. Meine Erziehung war geprägt von Respekt, Anstand und Anpassung an das Leben. Sicherheit war besonders wichtig, denn man stand immer unter Beobachtung des Big Brother der Vergangenheit. Meine Eltern sind damals mit mir geflohen, damit ich in einem freien Land in Sicherheit aufwachsen konnte. Immer mit der Angst, dass Big Brother mich erwischt, meine Eltern wegen Landesverrat hinter Gitter kommen und ich in das moderne, grüne Vergewaltigungszentrum der Pädophilen als Lustknabe lande. Jeder wusste es damals, durfte es aber nicht sagen. Bis heute wird es von vielen verdrängt. Über ein halbes Jahr Flucht durch ganz Europa, von Sachsen über die Tschechoslowakei, Ungarn, Österreich und die Schweiz in den Westen. Ein Lager nach dem anderen, ab und zu ein Hotel zum Übernachten. Aber das war selten und Luxus, weil es keine anderen Plätze gab. Von Bahnhof zu Bahnhof, tagelange Taxifahrten, kilometerlange Fußmärsche durch Wald und Feld bei Gewitter, Regen und Sonne, waren an der Tagesordnung. Essen. Was ist das? Gegessen wurde, was im Wald wuchs, auch wenn es Mist war. Oft gab es Suppe aus selbst gesammelten Pilzen und Früchten oder Obstgeschenke von mitleidigen Bauern. Leider war die Hygiene mangelhaft, die Lager waren unangenehm.
Man wurde ständig von stark unterversorgten Großvätern mit dicken Bäuchen in senkrechter Viagra-Position als Junge ohne rechte Lüstern und sabbernd von oben bis unten begutachtet. Die Duschen und Seen in den Hotels waren da schon sicherer. Der Aufenthalt in Ungarn war am tollsten. Als Kind wurde man liebevoll und vorurteilsfrei aufgenommen. Essen gab es wie Sand am Meer und die Kinderrechte wurden eingehalten. Ich wusste gar nicht, welche Schokoladensorten es gibt. Wenn ich allein wäre, würde ich nach Ungarn auswandern. Das Land ist einfach toll. Aber die Flucht hatte auch ein Ende und ein Ziel war in Sicht. Im Westen angekommen, aus der ekligen, dreckigen Hauptstadt der Scheindemokratie. Über ein halbes Jahr immer in Angst auf der Flucht. In einer sicheren Gegend mitten im Wald. Natur pur. Es war schön, einzuschlafen, ohne mitten in der Nacht in Panik geweckt zu werden und weglaufen zu müssen, weil Big Brother hinter einem her war. Aber es gab auch eine negative Seite. Als Ostkind wurde man in Kindergarten und Schule von den westlichen Erziehern und Lehrern wie ein Mensch zweiter Klasse behandelt. Nur die Alten waren nett, die wussten noch, wie es war, nach dem Krieg neu anzufangen, und außerdem hatten viele Verwandte im Osten, die sie nicht sehen durften. Seit einer Stunde sitze ich hier im Bett und es donnert immer noch. Wahrscheinlich gibt es morgen eine Überschwemmung bei uns. Zeit genug, um in Erinnerungen zu schwelgen. Irgendwann ging es zurück in die Betonhauptstadt. Ich wollte nicht und wurde auch nicht gefragt. Als Flüchtling aus dem Osten in den Westen war man nicht willkommen, weil man etwas erreicht hatte, was die meisten wollten, aber aus Angst nicht schafften. Oder weil man ohne eigenen Willen auf die Schafe der Regierung traf. Der Neid war deutlich spürbar. Zum Leidwesen meiner Nerven. Neid kann zu Gewalt führen. Wie oft wurde ich von den roten Socken Gören aus Akademiker- und Beamtenfamilien die Treppe hinuntergestoßen. Wenn sich einer dieser Bastarde verletzt hatte, hieß es Beine spreizen, das Knie wurde ein hart in den Hintern gerammt und dann kam der Spruch, schluck mein Blut, du Staatsverräter. Ich hatte zu viel Angst und konnte mich nicht wehren, ich war noch zu klein. Aber als ich größer wurde, legte ich den Eid ab und hatte meine Ruhe. Besonders zwei Jungen aus den höheren Klassen habe ich es gezeigt. Als ich wieder die Treppe runtergestoßen werden sollte, habe ich seinen Arm und Kopf gepackt, meine ganze Wut und Kraft in die Hand genommen und den Jungen gegen die Steinmauer geschlagen, bis er geblutet hatte. Ich hatte mit dieser Person kein Mitleid, nachdem die mir nur Schmerzen bereitet haben. Danach hatte ich von einer Seite meine Ruhe. Der zweite Beamtenbastard eines ehemaligen Stasi-Genossen wollte noch, dass ich an seinem Finger Blut lecke. Er hat bestimmt heute noch die Bissspur an seinem nach meiner Abwehr fast abgefallenen Finger und leidet bestimmt noch unter Impotenz nach meinem extrem kräftigen Tritt. Er hat nie gesagt, von wem er die Verletzungen hatte, sonst hätte er zugeben müssen, dass ein 16-Jähriger einen 10-Jährigen jahrelang misshandelt und sich an ihm körperlich vergriffen hat. Von da an hatte ich meine Ruhe und keine Angst mehr, in die Schule zu gehen. Jeder wusste irgendwie, dass ich mich bis aufs Blut wehren würde. Ich wurde mit aller Härte auf das Leben vorbereitet. Nachdem ich meine Ruhe hatte und vor den perversen Beamtenkindern sicher war, fing mein Leben erst richtig an. Mit der Zeit habe ich die Stadt akzeptiert. Ich hatte ja keine andere Wahl. Freundschaften wurden geschlossen und das Leben hatte endlich einen Sinn. Ich war viel draußen, in Kreativwerkstätten, habe gebastelt, Basketball, Fußball und vieles mehr. Musik war meine Leidenschaft, als die Zeit der CDs begann. Ich wurde reifer und interessierte mich immer mehr für erwachsene Dinge. Mädchen waren mir nicht fremd, auch wenn ich schüchtern war. Aber sobald die Hose unten war, ging es los, immer heimlich. Es sollte ja keiner erfahren. Auswahl gab es genug. Ich war damals nicht älter als 13, ich wollte alles ausprobieren. Irgendwann bin ich mit einem Freund aus der Schule, der war bestimmt 25 Jahre älter als ich, zu ihm gegangen. Der hatte einen Film, es war ein Schwarzenegger-Film. Ich hatte mir nichts dabei gedacht, ich war naiv. Plötzlich fing er an, mir die Hose aufzumachen und ihn in den Mund zu nehmen. Ich hatte Angst und war wie versteinert und hatte das Gefühl, als würden die Erzieher der DDR wieder an mir herumfummeln. Ich konnte mich nicht wehren. Mein Kumpel aus der Schule hatte es oft mit ihm gemacht, sagte er mir hinterher.
Es war schrecklich. Ich war wie versteinert. Beide nahmen mich mehrmals am Tag, egal ob es weh tat oder nicht. Obwohl ich es nicht wollte, war ich sehr erregt gewesen. Ich war noch ein paar Mal da, keine Ahnung warum, wahrscheinlich war ich zu naiv und neugierig. Aber trotzdem habe ich den Kontakt zu meinem Kumpel und seinem Stecher kurz danach abgebrochen. Es blieb immer geheim. Seitdem blieb ich bei einem Geschlecht. Das war mir nichts. Schließlich nahmen sie mich wie ein Stück Fleisch und so eine riesige Fleischwurst von Mann tat richtig weh. Mein Kumpel ging, mit 13 ist man ja noch nicht so groß bestückt, zumindest er. Ich habe andere Freunde gefunden. Mit denen konnte ich viel machen. Skaten, Treppenspringen mit den Skatern, wie Tony Hawk. Ausflüge auf die Dächer waren toll. Auf den alten Häusern war das möglich. Durch die Dachfenster klettern, Kriegsabzeichen finden und bestaunen, Jugendclubs besuchen, Kinderdisco zu organisieren und auf Märkten selbstgebasteltes für die Ferienkasse zu verkaufen. Neue Spiele wie Dart, Billard und Bowling waren cool. Ich kannte tolle Mädchen, man hatte Spaß in der Freizeit, man half sich in der Schule und später, wenn die Eltern nicht da waren, kam man sich näher, aber dann mit mehr Erfahrung. Ich hatte viel erlebt. Flucht, körperliche Gewalt. Das Leben hat mich im wahrsten Sinne des Wortes gefickt. Und trotzdem bin ich immer stabil geblieben, bin immer auf dem richtigen Weg geblieben. Ich wusste, Schmerz ist vergänglich. Und das in dem Alter. Ich wusste, das Leben ist kurz und wenn man nicht aufpasst, wird man vom Schicksal verarscht. Ich habe es selbst erlebt und so schnell konnte mich nichts mehr umhauen. Die Jahre vergingen, die Schule lief gut, die Ausbildung war erfolgreich und das richtige Leben begann, das Berufsleben. Ein abwechslungsreiches Berufsleben liegt hinter mir, meine Ausbildung mit 1 abgeschlossen, aber trotzdem für den Arsch. Keine Konkurrenz und ich musste mir etwas Neues ausdenken. Trotzdem habe ich einen Weg gefunden, der mir Spaß gemacht hat. Jahre der Ruhe und Sicherheit, bis mich das Schicksal einholte. Von klein auf hatte ich Probleme mit der Haut. Eine Medikamentenvergiftung beendete mein Leben, Organversagen, Gedächtnisverlust, Verlust der Motorik etc. Gestorben und gerettet. Ich habe es überlebt. Und als ich dachte, dass es vorbei ist, hat ein Sturz meine Lunge zerrissen und ich bin bei lebendigem Leib erstickt. Zum Glück waren gerade Ärzte da, die mich gerettet haben. Wochenlang an der mobilen Herz-Lungen-Maschine, eine Operation nach der anderen. Von den Toten auferstehen, Licht am Ende des Tunnels, das war eine Erfahrung, die ich niemandem wünsche. All diese Erfahrungen haben mich stark und selbstbewusst gemacht. Nach und nach starben Freunde und Schlimmeres. Meine ganze Familie starb innerhalb von 5 Jahren. Das war schwer zu ertragen, aber ich blieb stark. Ich hatte keine Wahl. Für Trauer war keine Zeit. Schließlich habe ich für die meisten die Sterbebegleitung gemacht, mich um das Erbe gekümmert und die ganze Nachsorge. Schlaf war Mangelware. Ohne Familie ist es einsam. Und ich denke oft zurück und gebe alles, um ein besseres Leben zu haben, mit der Trauer und dem Schmerz umzugehen. Ohne in der Psychiatrie zu landen, denn dann nehme ich einen Strick und erhänge mich. Im Nachbarhaus hat der Blitz eingeschlagen, was für ein Knall, und reißt mich aus der Erinnerung raus. Das Leben geht weiter, die Vergangenheit ist dafür da, um aus den Fehlern eigener und anderer zu lernen. Wer das nicht macht, ist das Leben nicht würdig. Es kann nur besser werden und trotz der Umstände sollte man immer positiv durchs Leben gehen und lächeln. Hab Sonne im Herzen. Ob es stürmt oder scheint, dann bist du im Leben für alles bereit. Ende. Ich bin dein Vater. I love you. Ooh. I love you. Yes, I do.